Hallo zu einem neuen Pickup-Video, hallo zu einem neuen Update meiner Sammlung von Transformers. Es ist einiges hinzugekommen, was seht ihr gleich. Meine Transformers-Sammlung wächst, kann man so sagen. Es kommt immer wieder mal was dazu, von klassischen Sachen bis hin zu neueren. Und ich habe jetzt hier wieder ein bisschen was angesammelt. Es gibt sogar zwei Unboxings. Alles, ja, wirklich passend für dieses Video. Ja, und den Anfang mache ich mit neueren Sachen. Die sind alle von Hasbro Pulse. Waren aber insgesamt über 3 Sendungen vertauscht. Oder vertauscht, geliefert worden. Ja, und da habe ich als erstes aus dem, von den neueren, ne? Eine sozusagen Neuinterpretation vom Insecticon Scrapple von der Transformers Evolution Reihe. Shrapnel's Box sieht richtig klasse aus, ne? Seht euch das tolle Artwork an. Die Figur geht hier so ein bisschen unter, aber es sieht auch richtig gut getroffen aus, wie die G1-Figur. Sein Partner Kickback gibt es ja schon. Ich habe, glaube ich, eben vorhin den falschen Namen falsch ausgesprochen, habe, glaube ich, Shrapnel gesagt, aber egal, Shrapnel heißt er, oder Scrapple habe ich gesagt, egal. Auch hier haben wir ihn nochmal in Roboter-Modus an der Seite, richtig cool. Das Gesicht auch, ne? Das ist eine richtig schöne Figur, sieht richtig schön akkurat nach der G1-Figur aus. Hier können wir ihn auf der Rückseite sehen, wie er verwandelt aussieht. Richtig klasse. Persönlich finde ich, mag ich diese Box nicht. Ich würde gerne eine andere Box haben, weil ich mag auch diese komische Lasche hier oben, die ist sehr dick, die stört mich hier. Ich kann kein richtiges Case drum packen. Ihr seht hier, dass die guckt nach hinten rüber. Und hier ist offen, das stört mich ja auch, das staubt eben halt ein, weil ich sammle ja boxmäßig. Die neuen Tech-Specs, ja, muss man einscannen sozusagen mit dem Handy, dann wird was angezeigt. Ist eine ganz nette Idee. Hätte ich aber auch gern wieder auf der Rückseite, wie sie es schon mal gemacht haben. Hier oben drauf finde ich es nicht so schön. Auf jeden Fall trotzdem eine sehr schöne Figur, die bei mir so bleibt. Ich muss mal überlegen, wie ich das mache, weil die anderen kann man so schön abschließen. Boxart-technisch eben halt, Packung. Kann ich eine Schutzhülle umbauen, nur viereckig. Weil es ist ja, ihr seht ja, dreieckig und so weiter. Man kann die nie vernünftig stapeln. Ich habe sie auch gerne übereinander gelegt. Naja, das geht hier nicht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Figur. Ja, richtig geil. Dann habe ich auch aus der Transformers Buzzworthy Bumblebee-Reihe einen Origins Jazz. Den musste ich unbedingt haben. Richtig cool, denn das hier ist eine Figur, die, das fällt mir fast aus der Hand, nach einem G1-Cartoon, auch nach der allerersten Episode, geformt wurde. Und in dieser Form ist die Figur nie erschienen. Autobot Jazz hier in der Origins-Form, also in seiner Form wie auf Cybertron. Ihr könnt es hier sehen. Schauen wir mal ganz genau. Sieht richtig cool aus. Gab es vorher nicht, ist also wirklich eine Neuheit. Und hier sehen wir auch ein paar andere Figuren. So, wir sehen bei Megatron, Darth Prime, Bumblebee. Es sieht so ein bisschen aus wie Bumblebee's Adventures, also diese Zeichentrickserie, aber das hat nichts damit zu tun. Die Figuren sind wirklich sehr G1-artig. Gerade deswegen finde ich ihn gut. Es gibt auch aus davon bereits Bumblebee, den habe ich aber bisher nicht bekommen. Schade eigentlich. Ansonsten hier sehen wir auch Jazz nochmal in Roboterform. Richtig cooles Artwork. Und hier hinten seht ihr ihn auch. Also er ist sehr gut G1-artig getroffen, gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir hier seine Cybertron-Form, eben halt wie er in einem Cartoon in G1 im ersten Episode vorkam. Richtig klasse, gefällt mir richtig gut. Auch der wird Box bleiben. Ich würde mir wünschen, das wäre ein bisschen klassischer gefasst, die Box, aber ansonsten richtig hübsch. Ja. Richtig gelungen, die Figur, freue ich mich drüber. Macht sich in meiner Sammlung auch richtig gut. Die nächsten drei Figuren sind aus einer neuen Reihe von
ja, wie soll man sagen, aus einer Klassik-Movie-Reihe bei Hasbro sind Wiederauflagen von klassischen G1-Figuren in einem ja, neuen Design. Es gibt insgesamt 4 Figuren, ich habe nur 3 bisher, die zeige ich euch gleich. Der vierte, oder der rausgekommen ist, der ist ja die zweite Erscheinung im Endeffekt mit Starscream, den habe ich nicht. Da gab es irgendwie, wurde nicht richtig angeboten, aber egal, das passiert ja mal wieder mal. So, ich habe hier als allererstes Hot Rod. Die Transformers Movie-Figuren, diese neue Reihe, wo sie die G1-Figuren neu veröffentlichen, sieht richtig klasse aus. Hier seht ihr das Boxart, das liebe ich total. Eben halt sehr, sehr schön gezeichnet. Sie haben kein Fenster drin sozusagen, dadurch ist die Figur eben halt ganz normal verpackt. Hier oben haben wir ein Logo mit eben aus dem Movie, den Transformers-Film von 1986. Hier seht ihr den Teil von Unicron, also hier auf Bord der Arche. Hier seht ihr den Weltraum, also richtig cool gemacht. Die Box ist übrigens genauso groß wie die klassischen G1-Boxen, also wie die Originalbox von damals, wo die von ihm teilweise ein bisschen kleiner war. Aber das kann ich nicht genau sagen. Ich habe die als Originalbox von damals nie gehabt. Egal, auf jeden Fall richtig schön. Mir gefällt das Artwork richtig klasse. Oben seht ihr die Verwandlungssteps der Figur. Die Figur schauen wir uns auch gleich mal an, denn ich habe sie rausgenommen. Das ließ sich ganz einfach machen. Danach wird sie auch wieder reingestellt. Und hier seht ihr auch mal die Figur an der Seite und hier auch die Rückseite. Auch richtig schön, die Foto mit eben halt ja die beiden Versionen. Und unten habt ihr, das liebe ich überhaupt, die Textbacks. Richtig geil, auch mit deutschem Text. Was haben wir überhaupt deutsch da stehen? Das muss ich sehen. Funktion Kavalier. Meine Taten sprechen lauter als meine Worte. Hot Rod ist ein willensstarker, selbstbewusster junger Autobot. Ihm steht Großes bevor und er ist dazu bestimmt, Licht in die finstere Stunde zu bringen. Also es ist schon diese Anspielung auf den Movie. Richtig cool, wie gesagt. Es ist eine neue Version gegenüber der bereits existierenden Version und es gibt auch kleine Unterschiede, die schauen wir uns aber gleich mal an. Ich habe ja die Figur ausgepackt, so, legen wir mal da nach oben und dann können wir die Figur uns mal angucken. Hier habe ich sie stehen. So, ich nehme das mal aus dem Bild, da können wir uns dann konzentrieren auf die Figur. Ihr seht, die Figur ist im Gegensatz zur alten mehr, mehr lila, mehr ein bisschen rosa Ton und besitzt kein Chrom. Also hier ist es wirklich grau, so ein bisschen cartoonartiger. Die ist auch bemalt, da sind keine Aufkleber drauf zu kleben wie früher. Also früher musste man hier zum Beispiel eben halt ja, die Flammen raufkleben. Das ist nicht, das ist halt schön bedruckt, das kann man auch sagen. Diecast, also wir haben hier wirklich Metall wieder. Ne? Füße sind aus Metall. Reifen sind aus Gummi, also richtig schön gemacht, auch richtig toll. Also sieht auch richtig gut aus, richtig gut, ja, wie das Original eben halt. Es gibt, wie gesagt, die kleinen Unterschiede. Hier haben wir hier auf dem Kopf, das war auch für die Waffen gedacht und da konnte man auch den Target Master reinstecken. Dann später, wenn er im Fahrzeugmodus ist, also ihr seht das ja hier oben drauf, hier ist dann der Motor, da konnte man die Waffen raufstecken. Er hat 2 Waffen. Und hier sehen wir auch gleich den nächsten Unterschied, den die Waffen gemacht haben. Und ihr könnt jetzt hier sehen, hier ist so eine versetzte Nipsel. Und warum, weiß ich nicht genau, warum es so ist, denn die Hände sind schon sehr weit, aber für den Target Master wurden sie damals verbreitert. Also in dem Sinne ist es schon ganz interessant. Auch diese Waffe hat diese Doppelnipsel, das ist jetzt nicht im Original der Fall. Das sind so die kleinen Unterschiede. Und was mir sehr gut gefällt, eben halt, so die eine Waffe kann ich jetzt, na gut, gut, kann man zur Seite nehmen. Aber ich habe hier zum Beispiel ein Original Hot Rod Target Master, den habe ich mal einzeln gekauft. Und der lässt sich auch verwandeln. Guck mal, verwandeln will, das ist ja nur knicken. So. Ihr seht ja das, richtig cool. Und der passt auch in die Hand. Seht ihr das? Richtig cool. Finde ich richtig gelungen. So, die Waffe kann ich natürlich dann nicht beidseitig stecken, aber die Waffe funktioniert mit dem Target Master. Das finde ich gut. Das ist halt schön angepasst worden. Und die Figur ist in, ja,
besser als man denkt. Ich mag auch diesen ja, lila-rosa Ton. Im Original übrigens, im alten Katalog, im klassischen, war der damals auch in der Farbe angedeutet worden, dass er rauskommt und später war er dann richtig rot. Ja, so ist es dann manchmal. Eine richtig wunderbare Figur und mir gefällt das mit dem Target Master richtig gut. Passend zu Hot Rod habe ich auch noch einen zweiten G1-Version bekommen und zwar habe ich hier Hound. Richtig hübsch, richtig geil. Als nächstes habe ich jetzt hier Hound. Schauen wir uns mal genauer an. Auch hier, das ist ein richtig tolles Artwork. Gefällt mir richtig gut und das soll wohl die Arche sein, also das Raumschiff der Transformers oder eins der Transportschiffe, wo er rausfahren würde. Ich finde, das ist richtig wunderbar gelungen. Auch diese Box ist akkurat, wirklich mit ihrer G1-Box. Ich habe ja die MB-Box davon und konnte das direkt vergleichen. Auch die Figur ist 1:1, in dem Sinne vom Aussehen her, sind minimale Veränderungen, aber das zeige ich euch gleich nochmal, denn auch diese habe ich ausgepackt. Hier oben sehen wir die Verwandlungsschritte und ihr seht, das ist ganz, ganz simpel bei dieser Figur. Da muss man auch nicht viel machen. So, ihr hört das Klimpern, die Figur ist nämlich schon draußen und die paar Zusatzteile, die ich jetzt nicht besitze, wie zum Beispiel das zum Raketenabschießen, was man machen kann. Und ich habe jetzt das nicht, weil ich habe ihn in Roboterform. Die Kanone hinten ist auch noch hier drin. Die war bei mir seltsamerweise aber falsch rum zusammengesteckt, sodass ich sie nicht richtig bewegen konnte. Also das war das einzige Sache. Die war schon zusammengebaut. Ansonsten sehr, sehr schön. Hier haben wir auch noch mal hinten das Artwork und die Textbacks. So, die finde ich auch richtig gut. Und was steht denn hier bei uns? Funktion Scout. Alles beobachten und nichts vergessen. Hound ist an Furchtlosigkeit und Loyalität nicht zu übertreffen. Er kämpft unerschrocken, um Autobot City gegen die angreifenden Decepticons zu verteidigen. Ja, wunderbar, richtig cool. Ja. So, den nehmen wir zur Seite und wir holen uns die Figur ran. Die habe ich ja hier stehen. So, und hier seht auch Hound, richtig gut gelungen. Das ist auch bemalt alles, das ist also auch bedruckt. Dadurch sind keine Aufkleber vorhanden, selbst die Augen, man kann es hoffentlich sehen, sind sogar bemalt, aber ganz, ganz klein nur zu sehen. Hier unter sind übrigens die Credits und das ist angepasst. Also da steht wirklich 2023, die Figur ist sonst akkurat. Der Rückreifen, der Ersatzreifen wird hier raufgesteckt, aber als Figur Roboter, besser gesagt, kann man ihn nicht dran stecken. Nur der Benzinkanister, den kann man ranstecken und der wird dann auch gedreht, wenn man ihn als Figur später macht. Das ist auch nur so ein Punkt. Aber hier würde jetzt der Reifen, der würde überstehen, da kann man sie nicht richtig hinstellen. Das ist richtig gut. Hier übrigens würden kleine Raketen reinkommen. Das Ganze habe ich nicht auseinandergenommen. Hier ist lediglich die Feder rausgenommen worden. Hier war früher eine Abschussfeder, hier konnte man hier dann drücken und wegschießen. Eine Feder gibt es nicht mehr. Das ist weg. Ansonsten die Kanone wurde hier angesteckt. Das waren übrigens früher Silberteile hier auch vorne. Und hier stand auch mal früher auf dem Schild Jeep. Das steht nicht mehr drauf. Ja, die Waffe, auch richtig cool, ist da unter. Aber man kann sie nie richtig, ihr seht das, das ist, die Hände verschwinden hier richtig unter. Also man konnte sie nie richtig benutzen. Ja, ansonsten fehlt nur das Autobahn-Rubbel-Logo, es fehlt bei denen komplett. Das ist einzig schade. Ansonsten eine wunderbar tolle Figur. Ich finde Hound ist richtig klasse und der ist richtig gut. Ja, und richtig eine geniale Figur einfach. Nach zwei Autobots muss auch mal ein Decepticon kommen und zwar kommt er in Form von Thundercracker. Auch hier wunderschön gemacht. Und genau das hier wäre sozusagen die, oder sein Partner Starscream oder Anführer. Der, wie gesagt, fehlt mir. Den habe ich leider nicht bekommen bisher. Wer weiß, vielleicht wird es noch. Aber ist doch ein richtig geiles Artwork. Thundercrackers Box ist größer als die anderen beiden. Ist aber auch übrigens akkurat in der gleichen Größe wie seine damalige G1-Box. Aber schaut euch das Artwork an, ist das nicht geil? Hier seht ihr im Hintergrund Autobot City, wie die angegriffen werden. Richtig cool. Auch ein richtig schönes Action-Artwork.
Oben seht ihr, wie er verwandelt wird. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Starscream würde mir fehlen, hat ein ähnliches Artwork, sehr, sehr identisch. Die Figur ist auch 1:1, abgesehen ebenfalls vom blauen, von der blauen Farbe. Wie gesagt, sonst ist es schade, Starscream hätte ich mir auch noch in der Richtung zugelegt, weil irgendwie hat man diese drei Brüder ja auch. Hier sieht man sie auch nochmal verwandelt, ne, als Figur und als Jet. Zubehör ist auch noch drin, ich habe jetzt nicht alles auseinandergenommen. Und hier haben wir auch die Tech-Specs. Auch sehr, sehr schön. So, was steht da? Funktion Krieger. Die tödlichste Waffe ist der Terror. Thundercracker mag der Auffassung sein, dass er anderen Cybertroniern, die nicht fliegen können, überlegen ist. Aber als sich die Bedrohung durch Unicorn abzeichnet, liegt sein Schicksal jenseits der Rolle eines Seekers. Des Suchers, ja. Richtig cool. Hier drauf werdet ihr gleich sehen, da ist auch, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich habe die Raketen nicht. Diese Raketen, die sehen aus, ob sie Schlüsselpapp drauf passen, so sollte es auch sein. Das ist, ist aber leider nicht der Fall. Die sind viel zu lang und seht, das sieht, kann man so leider nicht bauen. Das ist echt schade. Ja, und jetzt schauen wir uns doch mal die Figur an. Und ihr seht auch gleich eine moderne Sache, und zwar seht ihr hier Megatron. Er hat Megatron dabei, als Pistole verwandelt, die kann man in die Hand nehmen oder ranstecken. Das ist auch eine Figur, die schon mal später bei einer Wiederauflage dabei war, bei Walmart exklusiv, habe ich auch, aber haben sie jetzt auch genommen. Finde ich richtig cool, also ist auch die einzige Version, wo man noch Megatron als Waffe findet. Ansonsten wird die Figur wird nie wieder aufgelegt. Hasbro hat das mal mittlerweile bestätigt, leider. Auf jeden Fall richtig cool gemacht mit der Waffe. Die kann man auch auseinandernehmen und dann, das ist ja hier der Griff der Waffe. Der wird da zusammengesteckt, dann sieht die Waffe wirklich wie die Waffe aus. So. Ansonsten richtig cool, er ist richtig gut gelungen. Ihr seht das auch, das Gesicht, richtig schön. Auch hier sind die Aufkleber, gibt es keine Aufkleber, alles ist bedruckt, wie das Decepticon-Logo. Ja, die Füße auch, hier ist Metall so dran mit den Rollen und ihr seht schon, die klacken sogar. Ich habe das Gefühl, da ist so ein kleiner Magnet drin, weil die fallen so akkurat. Richtig cool gemacht, auch hier schön bemalt, das mit dem Cockpit. Man kann hier öffnen das Cockpit. Denn früher war hier eine Diaclone-Figur drin, ein Pilot sozusagen. So war das früher gedacht als Original. Nicht schön ist das hier oben mit der Spitze. Das sieht ein bisschen schade aus. Da könnt ihr es sehen. Ich hoffe, dass die Kamera das richtig macht. Da. Das ist also nicht so schön geworden. Aber es fällt nicht so auf, wenn man das als Figur hat. Und als Jet hat man eh die Oberseite hier. Dann sieht man es nicht, aber nur von oben sieht das schon doof aus. Ja, also, was sind die Unterschiede noch zum alten klassischen G1-Figur? Die Fäuste, die sind nun mal wirklich geschlossen gewesen. Da gab es kein Loch im Original, wo man jetzt eine Waffe reinstecken konnte. Das ist eben halt mit Megatron, ist halt eine neuere Sache, was auch richtig cool ist. Ja. Dann ist der Unterschied, die Kanonen hier, die hier in diesem Fall kann man sie abschießen. Mal sehen. Ne, drückt man drauf. Oh ja, es ging abzuschießen. Ich weiß zwar gerade nicht, wo es hingeflogen ist. Na, wie dem auch sei, finde ich gleich wieder. Die sind aber auch länger. Die Spitzen, die gefallen mir nicht wirklich. Die sind sehr, sehr lang und im Original waren sie dünner. Also in dem Sinne, das ist so das, wo ich zu sage, was mir nicht so gefällt. Ansonsten ist es eine wunderschöne Figur und sie macht sich in meiner Sammlung zum Hinstellen auf jeden Fall richtig gut. Bevor ich noch zu richtig klassischen G1 aus der klassischen Zeit komme, habe ich hier auch ein bisschen was im Computerspielsektor mir zugelegt. Und zwar habe ich einmal mir eine Promo gekauft für, ich habe glaube ich 7 Euro oder 8 Euro bezahlt, von Transformers vom PlayStation 2 Spiel. Das ist aus der Armada-Reihe. Warum habe ich mir die auch nochmal gekauft? Weil ich weiß, ja, weiß, dass ich bereits diese hier besitze, aber ihr seht, es sind Unterschiede. So, hier haben wir die Promo, die PlayStation 2 Promo, die ich mir zugelegt habe von dem Transformers Armada Spiel.
wie ich sagte, es ist eine Variation von dieser Version. Hier hatte ich vorher schon. Hier seht ihr auch das USK-Logo. Hier ist nur ein PEGI-Logo. Identisch ist es schon, das Spiel, aber der Unterschied ist auch drin zu sehen. Also, so sieht es übrigens aus, ne? Schöne PlayStation 2 CD. Und hier sind die Informationen, wie man das Spiel spielt. Also mehr Handbuch gab es damals nicht. Und das Interessante, hier ist es jetzt auch. Und jetzt könnt ihr hier allein im Innern hier schon mal die Unterschiede sehen. Auch richtig interessant. Und auch sehr interessant, wie die CDs unterschiedlich sind. Das ist das gleiche Spiel. Und was man jetzt hier sieht, ich glaube, das hier, also die neuere Version, ihr seht eine silberne Scheibe. Und hier, da ist auch beides Silber, aber ich glaube, das ist ein Unterschied, ist auch das eine, hier ist eine, sind beides DVDs. ROMs, aber es gibt auch Unterschiede, dass es teilweise nur eine CD ist, also CD-ROM, keine DVD-ROM. Ja. Richtig cool, finde ich, wenn man so die Unterschiede sich einmal verdeutlicht. Das nächste Computerspiel, was ich mir gekauft habe, ihr seht schon das Grüne, das ist eine Xbox 360-Fassung. Übrigens, die Spiele habe ich bereits schon mal in einem Pickup erwähnt oder gezeigt für Games. Aber hier passt das eben halt zum Thema nochmal, deswegen habe ich es ja einfach nochmal dabei. So, und zwar die Promo von jetzt Kampf um Cybertron, die deutsche Promo eben halt von dem Spiel. Transformers Kampf um Cybertron für die Xbox 360. Ja, ich habe glaube ich, was habe ich bezahlt? Glaube ich um die 15 Euro. Das hatte ich vorhin jetzt nicht erwähnt, als ich sie kurz als erstes euch gezeigt habe, aber ist gut, habe ich jetzt nachgeholt. Seht, es ist eben halt die Promo, ne? Nur für Werbezwecke, nicht zum weiteren Verkauf bestimmt. Sehr interessant ist, das wurde, hat man mir dann gesagt, dass ich es jemand anderem gezeigt habe. Hier ist es erstmals gerade, ist dieser Informationsstreifen, denn oftmals ist er nur schräg rübergepackt. Ja, ansonsten richtig schön, das Cover ist nicht, ist etwas, ja, also ein Weißschleier drauf, also nicht voll, nicht so kräftig wie später im Original. Hinten ist es aber komplett identisch, abgesehen, dass hier unten kein Strichcode ist und hier steht nur für Werbezwecke bestimmt. Das Spiel ist übrigens komplett drauf. Das ist so eine Promo-Disc, die manchmal Händlern gegeben wird, aber auch Pressevertretern. Das könnt ihr genau sehen. Handbuch gibt es nicht, aber die CD. Ja, das ist ein bisschen anders. Hier steht ja auch nochmal Werbe-CD, aber hier ist leider ein Manko und ihr seht es. Oben ist richtig schön das Ganze abgeblättert. Ich weiß nicht, wie man mit einer Chemikalie beigegangen ist. Das ist richtig schade. Das ist das Einzige, dass ich wahrscheinlich dadurch die CD nochmal austausche, denn die Hülle ist perfekt. Ja. Ansonsten ein wunderbares Spiel. Bevor wir uns jetzt die Pakete genau angucken, die ich hier bekommen habe, habe ich auch noch ein anderes, das war natürlich auch verpackt in ein Paket, das sind jetzt alles drei Kleinanzeigen-Deals, die ich hatte mit G1-Figuren. Den Anfang macht eine Target-Master-Figur oder Junior-Target-Master, Double-Target-Master-Figur, die mir noch im Endeffekt ja nicht richtig fehlt. Ich hatte sie schon bei mir, aber in einem nicht so wunderschönen Zustand. Dazu fehlte mir ein Teil, die ist jetzt auch noch nicht komplett. Da fehlen die beiden Target Master. Das ist, handelt sich um Quake. Und Quake ist eben halt was Besonderes, da hier jetzt die Waffe dabei ist. So, die schauen wir uns jetzt mal ganz kurz etwas detaillierter an. Quake, der Junior Target Master oder Double Target Master, fehlte mir noch, war der einzige, den ich mir damals nie als Original gekauft habe oder zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist. Seine anderen beiden Decepticon-Partner habe ich mir gekauft. Der Grund war, es ist ein Panzer. Meine Eltern mochten gerade richtige Panzer nicht. Also ich durfte mir da kein Kriegsfahrzeug dann immer kaufen. Also habe ich mir den damals nie gekauft. War aber sozusagen immer noch einer, der mir fehlte. Und deswegen habe ich mir dann auch jetzt gekauft. Der ist, oder ich hatte ihn schon mal, da fehlte die Kanone. Das ist die Panzerkanone. Die habe ich jetzt, kann man hier ranstecken, wo man auch den Target Master drauf packen kann. Ihr seht, es ist richtig schöner Zustand. Richtig klasse.
auch richtig deutlich. Ich habe, glaube ich, bei mir so ein paar Abnutzungserscheinungen. Der einzige Unterschied ist, hier sind keine Aufkleber drauf. Also hier fehlen sämtliche Aufkleber. Die Aufkleber, die hier sind, das waren die, die schon beim Kauf drauf waren. Verwandeln kann man sie ganz, ganz einfach. Das geht wirklich. Fäuste umklappen. Dann die Teile nach oben klappen. So rum. Dann kann man sie hier zusammenstecken. So, seht ihr so. Hier werden die Füße runtergedrückt. Und ihr hört das so richtig schön festgeklappt. Und dann richtig und zusammen. So, jetzt ist der Panzer da. So hatte ich ihn auch schon seit Heil. Aber hier seht, hier kommt dann diese Kanone drauf gesteckt. Man kann auch die Target Master darauf kleben, packen, und dann hat man die als Kanone. So, aber die Panzerkanone fehlte. Und die fehlt sehr häufig. Das macht sie eben halt gerade ein bisschen schwierig. Und ich sag mal so, für 20 Euro ist das wirklich wert. Wie gesagt, sag jetzt noch mal so, dass die beiden Target Master auf dem Weg zu mir sind. Die habe ich vom lieben Flo, dem Bürgermeister, der hatte sie doppelt. Und wenn wir sie richtig identifiziert haben, und die werden sozusagen noch meiner Sammlung hinzugefügt. Und dann zeige ich euch den nochmal, wenn er komplett ist. Und jetzt kommen wir zum ersten Unboxing. Also, ein Paket habe ich bekommen. Da das so komisch klöderte, hatte ich das schon vorsichtig geöffnet. So, jetzt öffne ich es aber nochmal vorsichtig. Und hier sind drei G1-Figuren drinnen. Worum es mir in dieser Figurenreihe ging, also im Endeffekt, ich zeige euch die jetzt erstmal einmal komplett und dann machen wir eine schöne, nochmal detaillierter Form, was das angucken. Es ist das gesamte Zubehör dabei, alle Waffen von den drei Figuren, also auch alles in sehr gutem Zustand. Das schauen wir uns, wie gesagt, gleich nochmal an. Und es war ein Bundle, ich habe dafür 30 Euro bezahlt, komplett, mit Versand sogar, glaube ich, ja, genau, 30 oder 32 Euro mit Versand. Und mir ging es eigentlich nur um eine Figur, die mir fehlte, weil sie kaputt ist, bei mir. Bei mir ist nämlich, jetzt zeige ich sie doch als erstes, um Skydive. Skydive, es sind hier in einem sehr, sehr schönen Zustand. Wie gesagt, schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Mir fehlte die Figur. Inzwischen, naja, ich hatte sie schon noch und könnte sie auch noch benutzen, wenn ich Superior baue oder als Jet, aber als Figur selbst nicht mehr, denn bei mir, ich zeige das hier an dieser ganz kurz, man kann hier die Füße rausziehen und bei mir ist das Teil gebrochen, sodass die Füße abfallen. Ja, als Jet, wie gesagt, funktioniert er bei mir noch. Ja, aber der ist jetzt, ja, ich wollte ihn halt noch mal haben. Also man braucht ihn ja auch irgendwo dann, wenn man ihn haben möchte. Und ich wollte einen, der wirklich gut ist, denn mir fiel auf eben halt, dass oftmals die Aufkleber falsch geklebt sind. Also wirklich an den falschen Stellen. Die sah nicht mehr hübsch aus, waren abgefetzt oder also alles abgenutzt. Und der ist in einem sehr, sehr schönen Zustand, wie ihr gleich sehen werdet. Und aufgrund dessen habe ich ihn mir gekauft, und er sollte 10 Euro kosten, die anderen jeweils auch, und somit habe ich dann einen Deal mit dem Versand gehabt, lohnt. Und wie gesagt, dass es sich lohnt. Deswegen habe ich die anderen zwei Figuren auch noch genommen. Zubehör ist komplett dabei, das war auch sehr schön, und das nächste seht ihr hier auch fast in einem perfekten Zustand. Leider fehlt das Rubbel-Logo, das hat sich wohl gelöst über die Zeit, aber ansonsten ist er sehr, sehr schön. Und zwar handelt es sich um First Aid von den Protectobots. Ganz kurz zeige ich euch hier. Wir schauen uns den auch gleich nochmal im Detail an. Und der andere ist Mixmaster von den Constructicons. Auch richtig schön, diese grüne Version. Richtig cool. Gefällt mir richtig gut. Ja. Und da ich jetzt die ausgepackt habe, den Karton sozusagen, ne, darum, den ich mehr brauche, heißt es, wir schauen uns die jetzt im Detail an. So, dieses Set, richtig schön. Ihr seht das jetzt, schauen wir uns die mal alle einzeln an oder mal zusammen an.
Fangen wir mit First Aid an, auch ganz, ganz simpel. Ihr seht, hier fehlt das Rubbel-Logo. Das ist hier oben ist nur die Vertiefung, aber ansonsten der Aufkleber ein richtig schöner Zustand. Ich werde sie jetzt nicht verwandeln. Auch hier sehr, sehr deutlich, nicht abgenutzt, nicht so viel gespielt. Das gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, das hat sich gelöst. Das kann passieren durch Wärme, durch Zeit, einfach gesagt. Also wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Zustand. Das Zubehör, was dazu gehört, ich werde es euch hier durchzeigen, ist einerseits diese Doppelkanone, die wird hier hinten raufgesteckt. Die ist dabei und seine Pistole, die ist hier, die wird seitlich dann in die Hand gesteckt. So, kann ich euch trotzdem zeigen. Ach, jetzt. Egal. Ich bin da so ein bisschen vorsichtig geworden über die Zeit, wenn man das mal, weil die auch seine Jahre drauf haben. Aber hier seht ihr, so, jetzt habe ich verwandt, hier würde die Pistole dann reingesteckt werden. Kann man auch nur auf die eine Seite packen, nicht doppelseitig, weil es so seitlich ist. Ansonsten, ja, hier der Kopf, richtig cool. Auch eine meiner Lieblingsfiguren von früher. Jetzt habe ich ihn nochmal. Macht man nichts verkehrt bei so einem. Ja, Mixmaster von den Constructicons, auch richtig cool. Das ist jetzt eine der Versionen ohne Rubbel-Logo. Seltsamerweise gibt es eben halt da eine ganze Reihe. Auch richtig cool, gefällt mir richtig gut. Ich überlege gerade, ob hier an der Seite die Fenster fehlen. Hier an der Seite, das weiß ich gerade gar nicht. Muss ich mal vergleichen, ich habe ihn noch einmal. Das werde ich mir noch mal genauer angucken. Ansonsten ist er im richtig tollen Zustand. So richtig dreht sich und auch hier ist noch die Feder drin, dass man was abschießen kann, denn die Figur hat hier zwei verschiedene zum Abschießen, zwei verschiedene Projektile und auch eine Waffe, hier eine kleine Waffe und eine große Waffe, weil es ist die Waffe von Devastator. Ansonsten, hier seht ihr auch das Gesicht, richtig cool hier oben zum Abschießen. Die G2-Variante hat diese Feder rausgenommen und die ist auch abgeschwächt für den europäischen Raum. Die japanische lässt sich wesentlich ja, mehr schießen oder weiter schießen. Ja, und dann mein Deal, worum es ja ankam. Hier haben wir ihn, Skydive, und ihr seht keine Abnutzung hier vorne. Die Spitze ist top. Dies oftmals ist das hier, also ist ja Farbe abgenutzt. Das sieht nicht so schön aus. Auch die Aufkleber sind richtig gut geklebt. Das Rubbel-Logo ist noch vorhanden. Auch hier richtig gut. Hier seht ihr auch richtig schön, die Aufkleber lassen sich wirklich sehen. Hier sind sie auf der Schraube, deswegen habe ich auch nie austauschen können. Das Teil bei mir, dadurch, dass man eben halt die Aufkleber kaputt macht. Und ihr seht, das ist das, was bei mir kaputt gegangen ist. Ich konnte sie nicht zu weit ziehen, weil hier sind so kleine Plastiknüpse, die das dann festhalten. Ja, richtig toll. Eine meiner Kindheitsfiguren, die ich jetzt in einem sehr guten Zustand wieder habe. Der Original, mein Original habe ich noch. Ja, aber das ist jetzt in einem Traumzustand, da kann ich nichts zu sagen. Richtig toll und die Waffe, da gab es nur eine kleine Waffe. Na, wo haben wir sie? Die ist auch hier irgendwo bei. Ah ne, da ist sie. Da ist die Waffe. Musste ein bisschen suchen. Da ist sie, wird auf dem Arm geklemmt. Ist dabei, wunderbar. So sollte es sein. Ja, es ist nun Zeit für das letzte Unboxing, letzte Teil, der sich in meiner Sammlung dazu getan hat. Ich habe inzwischen noch die ja, neuen Versionen, sozusagen die Transformer hingestellt, damit wir ein richtig schönes Bild hier vor Augen haben. Ja, und jetzt heißt es, wir unboxen ein Paket. Das ist auch ein Kleinanzeigen-Deal. Ich wollte die Figur noch haben, also ich habe, wenn es so ist, wie gesagt, das kann ja mal noch Ziegelstein drin sein, dass ich betrogen wurde, das weiß ich nicht, gehe davon aus, das ist alles richtig. Das ist eine Figur, die ich noch nicht hatte in meiner Sammlung, auch eine späte G2 oder G1-Figur rausgekommen, gibt auch in Japan die Version, ist Teil eines Trios von drei Figuren. Der Händler bot sie an, ich glaube für 20 Euro, es fehlte aber die Waffe. Das ist so ein kleines Schwert, die habe ich aber. Die habe ich auch als von den beiden fehlenden, die mir sozusagen fehlen. Davon habe ich die Waffen.
von den Trios. Ich habe bereits einen, und zwar den Gripper. Und den hier, jetzt habe ich aber vergessen, mir den Namen zu merken. Motorflame oder so, glaube ich, heißt der. Wenn er auch das da drin ist. Und er hat, der soll 20 Euro kosten. Leider war der, die hatten auch den anderen noch, den zweiten, der mir aus der Reihe fehlt, noch angeboten. Für 15 Euro war super geil Kurs, aber leider war ich nicht der Glückliche, der zugelangt hat. Naja, auf jeden Fall habe ich es dann bekommen, und weil das so zwischenzeitlich, die das nicht gemerkt haben, dass sie die schon verkauft haben, haben sie mir dann einen Rabatt gegeben und ich habe 22 Euro mit Versand bezahlt. Somit bin ich ein bisschen billiger weggekommen. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie das hier drin aussieht. So, alles ist, sieht gut verpackt aus. Also wollen wir es besser zur Seite nehmen. Also hier seht ihr, gut verpackt. Und ja, hier ist die Figur schön in einer Tüte. Cool, ich habe sogar eine Rechnung dazu bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, die Rechnung, die zeige ich jetzt nicht, das spielt jetzt ja keine Rolle. So, noch mehr drin, nein, ist nicht drin. Das Paket ist also ausgepackt. Ja, und ihr seht, es handelt sich jetzt hier um diese Figur. Hier ist auch eine Waffe dabei, die gehört aber nicht zu dieser Figur. Und das Einzige, was ich sehe, das habe ich auf dem Foto nicht gesehen, die Reifen, die Gummireifen fehlen. Oh Mann, ist das schade. Egal, es ist ein Anfang für meine Sammlung. Das konnte man nicht sehen, aber für den Preis ist das wirklich sehr gut auch. Mir fehlte er noch. So, die Tüte erstmal auf den Boden. Ja. Wir werden ihn auch gleich noch mal im Detail uns angucken. Ja. Auf jeden Fall sieht der heil aus. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, aber ihr könnt sehen, oben habe ich doch die Gummireifen, unten fehlen sie. Aber wie gesagt, schauen wir uns gleich im Detail an. Und hier ist auch sein Brainmaster oder Motor Waiter, wie sich das nannte. Das heißt, damit, wenn er sich verwandelt, da ist der Kopf eben halt drinnen. Da konnte man sozusagen durchschieben. Ja, die Waffe, die hierbei ist, hat hier eine Klammer oder konnte sich hier bewegen, ist, glaube ich, zu müsste beim anderen Pretender dazugehören. Aber schauen wir uns auch, wie gesagt, gleich im Detail noch mal genauer an. Ja, oder ich laber, ne? Schwenken wir die Kamera um. Wollen wir mal gucken, ob die 22 Euro jetzt wirklich das wert sind. Eigentlich sind sie schon das wert, weil mir fehlt die Figur. Ist auch richtig schwer. Hat auch Diecast-Material hier, sehe ich. Ihr seht aber Reifen. Hier sind die Gummireifen. Hier fehlen sie. Also wer einen Defekten hat, wo vielleicht Gummireifen sind, kann sich gerne bei mir melden, damit ich den vervollständigen kann. Oder einen, vielleicht hat auch jemand einen, den anderen noch abzugeben. Es gibt, gibt noch einen roten, der fehlt mir. Den Gripper, den Jeep, den habe ich bereits. Das heißt, das ist sozusagen der, der zweite, der mir fehlen würde. Von dreien, die konnten sich in Road Caesar verwandeln im Original. Das, die Zubehörteile zum Großen verwandeln, die fehlen. Und ich gucke gerade, ob hier vielleicht sogar noch eine Klappe fehlt. Ich glaube, hier fehlt noch eine Klappe. Leider, das habe ich jetzt nicht so gesehen. So, verwandeln. Das ist ganz einfach. Eigentlich. Ich gucke gerade. Ne. Ich weiß es gar nicht. Ich hab ihn ja noch nie verwandelt. Interessant. So, hier kann ich das Cockpit übrigens aufmachen. Und wie ging das? So.
Ich glaube, so geht. Ja, genau. Ein bisschen auseinander drehen ging es. Dann wurden die Füße gerade. Ups, hab ich noch angedrückt. So, hier werden die Fäuste umgedreht. Na. Gar nicht so einfach. Achso. Auch die noch gerade geschoben. Fäuste um und jetzt fehlt das Gesicht halt. Und hier fehlt die Klappe. Also im Endeffekt kann man den aufklappen. So, so wird er aufgeklappt. Hier fehlt aber leider die Luke, wie ich da sehe. Die Figur wird hier reingestellt. So, die ist, wird hier reingestellt und dann wird hier zugeklappt. Figur auch richtig funktioniert. Zugeklappt. So, jetzt seht ihr, und da ist das Gesicht und hier fehlt die Brustplatte. Ja gut, das fehlt, das konnte ich nicht sehen, aber für 22 Euro ist das trotzdem noch richtig gut. Nein, eine simple G1-Figur aus der G1-Zeit. Ja, auch richtig schön. Gefällt mir gut. Und ja, die Teile, die kriege ich noch irgendwie oder ich kriege noch ein Upgrade. Auf jeden Fall richtig gut. Ja, das war's schon wieder. Ich habe heute mal versucht, ein bisschen anders zu machen, indem ich ein bisschen die Detailaufnahmen nochmal einblende. Ob ich das immer machen kann, weiß ich nicht, weil es kostet auch zusätzlich. Es ist ja auch andere Umbauten immer sozusagen. Und ja, ich habe hier eigentlich eine ganz schöne Sammlung mir hingelegt. Oder zugelegt wieder für die Sammlung. Also ich habe eine Menge Zuwachs bekommen für die Sammlung. Es freut mich sehr. Von klassisch bis neu. Ja, und was soll ich anderes sagen? Ne? Also schreibt mir bitte in die Kommentare, wie findet ihr das? Ne? Also habt ihr was davon auch euch gekauft? Wie findet ihr es? Ne? Mehr kann ich jetzt dazu auch nicht viel sagen. Ne? Also Kommentare, dann sprechen wir wieder drüber. Und ansonsten ein Like, ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bitte beim nächsten Mal wieder einschalten. Dann gibt es wieder neuen Zuwachs. Ach so, und das Einzige, was ich noch nicht erwähnt habe, das denke ich mir mal so, sind... Oder ich habe es vielleicht schon erwähnt, aber jetzt in der Sekunde weiß ich es gar nicht mehr. Die Waffen werde ich euch bei ihm nochmal in einem späteren Video zeigen, wenn ich die bekommen habe. Ja, also die beiden Target Master, die sind auf dem Weg noch zu mir. Ansonsten, ja, das sehen wir, das war's jetzt. Na komm, das war's jetzt alles. Na, also bis zum nächsten Mal.